storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin die Mira. Da rennt gerade mein Ehemann weg. Hallo. Hallo. Ach, ist der Kaffee an? Ja, ich habe den getrunken. Jetzt gerade den Rest? Ja. Na, wo ist der fertig hin? Machen. Wo ist der hin? Nein, in meinem Bauch. Oh nein! Oh nein! Ein Schluck ist, glaube ich, noch in der Tasse drin. Ein gehalter Schluck. Hm. Steht im Badezimmer. Könnte also ein bisschen Spray und sowas reingeplumpst sein, als ich mich fertig gemacht habe. Ja, und mit der Hafermilch natürlich. Nur die guten Sachen, die du magst. Ich wollte sagen, wir machen heute wieder einen Daily Vlog, und wenn euch Daily Vlogs generell gefallen, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos und ich freue mich darüber. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Daily Vlogs, und wir sind heute zum Grillen eingeladen und ich habe super duper viel vorbereitet. Was ist das denn? Ich habe Spieße selber gemacht und die habe ich ein bisschen mariniert, also weil ohne Gewürze fand ich jetzt auch doof, ne? Mit Paprika und Pfeffer und ein bisschen Salz, das ist Pilz, Paprika, Zwiebel, Hähnchenfleisch, also selbstgemachte Spieße. Und dann habe ich ja noch Maiskolben gekauft am Wochenende. Und nicht am Wochenende, sondern gestern. Beim Einkaufen, vor dem Wochenende. Naja, wenn Freitag für dich schon Wochenende ist. Ja, ja. Ah nee, wir haben am Donnerstag eingekauft, stimmt gar nicht. Gestern war Freitag, genau. Da war ich unterwegs nochmal. Und da hatte ich ja noch überlegt beim Food Hall, ob ich den Mais mitnehmen möchte zum Grillen oder nicht. Und dann habe ich aber gehört, dass die auch Mais mögen. Und ja, dann bringe ich den Maiskolben natürlich mit. Habe ich vorgekocht, so wie man es macht, und ein bisschen mariniert in Kräuter der Provence. Und dann haben wir hier noch eine volle Schüssel. Also oh, erstmal Sonnenmilch. Die wichtigen Sachen. Ja, auch bei 23 Grad. Sonnenschutz ist wichtig. Wir haben gehört, Getränke muss man selber mitbringen, wenn es nicht Wasser ist. Und Ozok möchte gerne seine Sherry ohne Zucker trinken. Ja, also keine Werbung an der Stelle für diese Marke, aber das ist eine Kirsch-Cola. Ohne Zucker. Das ist halt sehr gut. Habe ich aber gesagt eben. Ich weiß. So, was haben wir denn hier drin? Ich habe einen eigenen Kartoffelsalat gemacht, weil, naja, okay, wir sind mal ehrlich, ich bin total mäklig und ich mag ja nichts, was sauer ist. Das heißt, ich esse auch keine Essiggurken oder Gurkenwasser oder wirklich eklig. Pfui, Deibel. Ja. Und, was würde die Miriam dazu sagen? Und ja, es hieß, wer Sonderausnahmen haben möchte von Essen, das kann er gerne haben, muss er sich aber selber mitbringen. Ja. Deswegen habe ich hier eine kleine Portion selbstgemachten Kartoffelsalat mitgenommen. Und dadurch, dass nur ich den esse, habe ich hier nur die guten Sachen reingemacht. Also statt Mayonnaise oder ein Essig und Öl oder Gurkendressing, ja, was man da so machen kann bei Kartoffelsalat, habe ich Avocado genommen. Avocado hat zwar genauso viele Kalorien wie Mayonnaise, hat aber die besseren Nährwerte und schmeckt auch besser. Ja. Und dann ist da ganz viel, ich habe noch Sonnenblumenkerne reingemacht, die hatte ich noch gefunden, die müssen alle gemacht werden, ganz viel Mais, also nur die guten Sachen, die ich esse. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch eine kleine Tupper-Schüssel voll mit Tomatensoße, selbstgemachte Tomatensoße mit genau. Zwiebeln. Mit ganz viel Zwiebeln und auch Kräuter de Provence. Alles. Das riecht fantastisch. Ozok hat gesagt, war nicht notwendig, war auch nicht abgesprochen. Er möchte gerne seine eigene Soße mitbringen. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, soll ich die machen? Nee, habe ich gar nicht gefragt. Irgendwann habe ich gefragt, so, hey, soll ich Käsesoße machen? Und dann sagtest du ja. Und dann habe ich nochmal nachgedacht, also ich und meine nette Freundin, wir sind beide auf Diät und Käsesoße, die ist wirklich zu lecker. Ja, die hat unfassbar viele Kalorien und deswegen habe ich mich doch für Tomatensoße entschieden. Das kam aber auch nur, weil ich gesagt habe, wir wollen eine Knoblauchsoße haben. Und dann sagtest du, Knoblauchsoße ist schon da. Ja. Das ist nämlich der Hintergrund des Ganzen. Aber Tomatensoße selbst gemacht? Genau, dann habe ich Tomatensoße selbst gemacht. Mm. Und die Zwiebeln da drinnen, die habe ich auch ohne Öl angebraten, weil wir jetzt so eine super duper Mega-Pfanne haben. Da hat es ganz gut gepasst. Und Tomaten haben ja quasi keine Kalorien, deswegen kann man super essen. Mm. Ist auch kein extra Zucker drin oder so. Und jetzt kommt das Überkrasse. Oh, schaut doch mal. Hähnchen. Schaut mal, wie gut es aussieht. Ich habe das gestern mariniert. Es ist Joghurt-Curry-Marinade. Eigentlich wollte Ozok die Marinade machen, aber der war so lange beschäftigt mit seinem Vater. Ich musste so wirklich ganz lange nach unterwegs. Hause, ja. Dass ich das selbst gemacht habe. Vati, und jetzt wenn müssen du das Video mit dem siehst, Ergebnis leben. Tia hat
Ich habe die Soße selber gemacht. Ja. Also es ist eine Joghurt-Basissoße. Mit Öl schmeckt eine Marinade natürlich auch ganz gut. Aber Joghurt ist halt einfach kalorienärmer. So. Und Joghurt, wenn der sich richtig so ranbackt ans Fleisch, finde ich, schmeckt der auch sehr lecker, muss ich sagen. Genau. Ich dann sind noch 2 Löffel Currypulver, mildes Currypulver drin. Wir haben auch scharfes Currypulver. Na, ich wollte aber, nee, ich habe mildes genommen. Und Knoblauchpulver ist da drin. Und ich habe eine klein geschnittene Zwiebel reingemacht, weil für den guten Geschmack einfach, ne? Und ein bisschen Pfeffer. Ja, und Salz halt noch ein bisschen. Hat auch so gesagt, ich soll Salz reinmachen. Ja, ein bisschen halt. Ist immer gut. Und ja, zu guter Letzt, da ist... Was noch im Angebot war zum halben Preis, also hat jetzt hier nur noch 50 Cent gekostet, die 4 Dinger. Ja. Habe ich noch Bratwürste. So, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir aber auch schon los, denn wir haben es jetzt gleich halb. Genau, und wir wollen ja nicht zu spät kommen. Genau. Das heißt, ich habe alles bei. Ich habe mich schon eingecremt. Also mit Sonnencreme natürlich, habe ich hübsch gemacht. Sieht man das? Ich glaube, man sieht das sehr gut, dass du hübsch bist, ja. Hübsch gemacht, ja. Und dann du bist können wir jetzt immer hübsch, los. Sagen, ja? Wir freuen uns natürlich ganz, ganz doll. Wir lassen die Kamera aber hier und ja. Genau, und dann können wir euch danach... Abend weiter, wenn wir vollgefressen sind, dann filmen wir weiter den Daily Vlog. Aber jetzt hauen wir erstmal ab und genießen den Tag sozusagen. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Ozok? Nein. Achso, ja, dieses Powerbalance-Board, das sollte heute abgeholt werden. Und ja, die Frau wollte vor ihrer Arbeit kommen und sie schrieb mir um 9.20 Uhr, ha, ich bin schon auf Arbeit, dumm gelaufen. Ja, okay. Also das heißt, wir sollten 19.40 so ungefähr wieder hier sein, weil dann holt die Frau ihr Balanceboard ab. Ja, cool. eBay Kleinanzeigen. Genau, eBay Kleinanzeigen natürlich. Aber immerhin, sie hat geschrieben und sie hat gleich einen Ersatztermin vorgeschlagen und so. Naja, mal schauen, ob sie heute Abend nach ihrer Arbeit kommt. Und während sie noch arbeitet, gehen wir jetzt grillen. Wir sind wieder zu Hause. Hi! Wir freuen uns sehr. Es ist jetzt mittlerweile... 19 Uhr. Wir müssen so stehen, wenn da das Licht kommt. Ach so, so herum. 19.30 Uhr. Es ist sehr, sehr spät geworden. Wie lange waren wir jetzt bei unseren super-duper-Freundis? Über 6 Stunden. Das war richtig geil. Wir haben gegrillt. Es hat sehr, sehr leckere Sachen gegeben. Wir haben ja was mitgebracht und wir haben vor Ort Kartoffelsalat gekriegt. Und was haben wir noch bekommen? Ja, Würstchen. Steaks. Steaks. Und was haben wir noch Baguette? Gegessen? Ja, Baguette. Ja, und unsere Sachen, was wir mitgebracht haben, was haben wir schon gezeigt. Wir haben aber ganz viele Getränke noch bekommen. Das war übertrieben gut. Ich habe über viel getrunken. Ozok hat 4 Bier getrunken. War das 4? Nein, ich habe 2 halbe, diese 0,3er und ein großes. Na, waren doch 4 Bierflaschen. Die ja, aber standen. einer hat unser... Ach so, du hast 3 Bier getrunken. Genau, 6 Stunden. Ich hab, naja. Ja, das und war dann noch Auto fahren. Also war alles okay, mir geht's gut, Alter. Ja. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Bauen die Straße in S-Form. Was soll denn das? Also, ja, okay. Wir hatten sehr viel Freude. Und ja, wir haben auch alles aufgegessen, was wir mitgebracht haben. Deswegen, ja, wir haben diesmal nichts geschnurrt. Also uns wurde was angeboten. Nur die Würstchen, die waren zu viel. Ja, die Würstchen waren zu viel. Die sind jetzt in der Heißluftfritteuse drin. Die muss ich noch fertig braten. Aber die lagen ja jetzt den ganzen Tag ungekühlt rum. Deswegen bereitet die Ozok zu. Also ich bin satt. Ich esse kein Abendbrot mehr. Aber Ozok hat Hunger. Nein, was heißt Hunger? Ich esse die halt nachher noch auf. Jetzt in einer Stunde oder so. Dann habe ich bestimmt Ozok Hunger. Ozok, ist dir nochmal gegen 21, 22 Uhr nochmal? Ja, kann sein so. Das ist ja seine Essensmahlzeit. Ja, gestern wollte ich mir eine Pizza machen, habe ich vergessen. Genau, die ist aufgetaut im Kühlschrank. Muss ich morgen zum Frühstück essen. Okay. Check. Ja, was steht heute noch an? Heute steht gar nichts mehr an. Also wir mussten jetzt nach Hause, weil heute Morgen hatte ich ja eBay Kleinanzeigen, die ist ja nicht gekommen und sie hatte mir geschrieben, ja, ich bin auf Arbeit, ich weiß gar nicht, hatte ich das vorhin schon erzählt. Ja. Sie wollte nach der Arbeit kommen, so 19.30, 19.40. Das wäre jetzt in diesem Moment. Das wäre jetzt in diesem Moment. Wenn sie jetzt nicht kommt, dann bin ich sehr traurig, weil sie wollte den vollen Preis bezahlen. Ja, also wir müssen warten, ob es gleich klingelt. Wenn es jetzt auf der Kamera klingeln würde, in diesem Moment. Ach ja. Ja, mal schauen. Hoffentlich kommt sie gleich. Ich meine, Arbeit kann ja auch mal ein paar Minuten länger dauern. Vielleicht kommt sie ja gleich. Guckst du aus dem Fenster? Ja, ob sie kommt. Dann muss ich mich wieder andersrum drehen, damit die Helligkeit stimmt. So. Ja, also, du zeigst dich? Ist auch eine Variante. Nee, heute nicht.
Ja, also wir hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe gehört, ich soll nächstes Mal auf jeden Fall die Kamera mitnehmen. Machen wir vielleicht. Ja, können wir machen. Vielleicht wollen wir mit denen nächstes Mal baden fahren und dann mache ich sowieso ein Seenvideo, weil das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, genau, ein Seenvideo zu machen. Wir haben nämlich eine ganz, ganz tolle Seenempfehlung bekommen und das würden wir gerne in die Tat umsetzen mit denen. Aber natürlich erst, wenn das Wetter stimmt in Berlin. Das heißt, dann ist wieder Badeseen-Time. Ja. Und nehmen wir dann wieder die Taucherglocke mit? Das wir nehmen alles mit. Wir verbringen den ganzen Tag am Strand. Das wird sehr, sehr geil. Wir fahren auch ein bisschen länger hin. Und ja, dann muss sich das natürlich auch lohnen, die Zeit vor Ort. Das wird sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich. Auch, ja. Ja, man sieht dich jetzt im Licht ein bisschen dunkel. Ich muss mich, glaube ich, lieber in diese Richtung stellen, damit man dich besser erkennen kann, Schatz. So, was hast du bekommen gerade? Kleines Update. Eigentlich wollte ich gleich schlafen gehen und mich Bett fertig machen. Erstmal ist es jetzt kurz vor 22 Uhr, 10 vor. 10 genau. Vor 10 sozusagen. Wir haben jetzt 10 Euro eingenommen. Eigentlich wollte er so 19.30, 19.40 kommen. Eigentlich habe ich auch gedacht, ich habe mit einer Frau geschrieben, aber es war anscheinend ein sehr netter Mann. Und ja, als Entschuldigung haben wir das hier bekommen. Weil er so spät gekommen ist. Drei Pakete Erdbeeren hat er uns einfach noch dazu geschenkt. Oh mein Gott. Ich sagte gerade, wahrscheinlich arbeitet er im Einzelhandel. Er hat sich wirklich ganz lieb entschuldigt und meinte, er kriegt den Laden nicht scharf. Genau. Und dann kann er natürlich nicht Feierabend machen, wenn er das nicht abschließen kann. Und ich habe eben gesagt, der arbeitet wahrscheinlich irgendwo im Einzelhandel und ist ja ganz nett, ne? Da sind wir auch nicht so. Ups, der kommt überhaupt, ne? Und ja, der arbeitet in einem Erdbeerstand. Und der hat uns jetzt die Reste mitgebracht. Krass. Die sonst alle weggeschmissen worden wären wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist voll gut. Schon 3,50 so eine Packung. Ey, voll krass, ey. So Edeka, süße Brandenburger Erdbeeren. Ey. Jo, David, dankeschön nochmal, ja? Er hat sich auch vorgestellt, ja? Ja, und 10 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ballungsport ist voll krass. Nee, bin ich sehr, sehr happy mit. Morgen ist Erdbeertag. Also ich habe schon gesagt, heute haben wir ja ordentlich gegessen beim Grillen. Also ich habe ja meinen eigenen Salat gemacht und wir haben ja auch das Fleisch selber mariniert und so. Deswegen bin ich mir sicher, dass es von den Kalorien an der oberen Grenze war, aber nicht zu much. Ja, außer, dass wir so viel Soße gegessen haben. Das ist ja, aber ich habe den ganzen Tzatziki aufgegessen. Da stand so ein Topf Tzatziki auf dem Tisch und ich war voll happy mit, weil Tzatziki, der hat ja nicht so viele Kalorien. Joghurt mit Gurke und Joghurt mit Zwiebeln Gurke kann man, habe ich mir richtig gegeben. Den Tzatziki war eine super gute Idee. Total geil. Ja, und dann hatten wir noch ganz viel. Also ich habe natürlich auch die Papa Joe's, die Knoblauch-Soße gegessen, die war auch recht lecker. Und dann haben wir noch die eigene Tomatensoße gehabt. Aber Tomate, da war ja nicht mal Öl dran, ne? Ja, aber die hat trotzdem wie so ein Relish geschmeckt. Fand ich lecker eigentlich. Ja, hat sehr gut Öl hätte es wahrscheinlich noch besser geschmeckt, aber ich habe mir die 2 Löffel gespart. Ja, kann man nur sagen, ganz cool. Die riechen so gut, Leute. Die riechen so gut. Mhm. Ja, dann kannst du die Erdbeeren essen. Wir haben Danke gesagt. Also ich wollte sagen, ich wollte morgen schon einen Fastentag einlegen, aber ich denke, es wird morgen ein Erdbeertag. Das ist sehr gut. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau, ich das vergesse. Ja, aber wirklich nur mal Danke sagen. Ey, cool. Gut, ja. Was machen wir jetzt noch? Ja, Geld ausgeben können wir nicht mehr um die Uhrzeit. Nee, aber du wolltest dich Bett fertig machen, genau. Richtig? Genau, ich stelle jetzt in den Kühlschrank und dann mache ich mich Bett fertig und dann sehen wir uns morgen früh vielleicht nochmal. Tschüss, Nacht. Hallo, schönen guten Morgen. Wir hatten ja gestern Erdbeeren bekommen und ich hatte die jetzt schon mal vorbereitet. Ja, ich habe sie geschnippelt, waren alle ganz, ganz hübsch und hier ist noch der Rest drin. Ja, sieht ein bisschen unordentlich aus, weil wir waren ja gerade in unserem Wocheneinkauf und dann liegt hier alles noch rum und hier steht auch immer mein Glas Wasser im Kühlschrank. Ich mag das ja lieber, wenn es kalt ist, ne? Ja, trinke auch nur ich draus, also ist mein Wasser. Ich wollte euch zeigen, ich verarbeite die Erdbeeren als erstes und ja, Erdbeeren halten sich ja nicht so lange und das waren wahrscheinlich Restbestände, gehe ich mal von aus, und keine frischen Erdbeeren. Und deswegen muss ich die natürlich fix verputzen. Und dann habe ich beschlossen, ich fange wieder an mit Kalorienzählen. Ich habe jetzt ungefähr einen Monat nicht gemacht, also ich war jetzt schon auf FDDB drauf. Das ist ja meine Kalorienzähl-App sozusagen. Das ist ja auch die größte App mit der größten Datenbank. Da sind wirklich quasi alle Lebensmittel drin. Ja, so gibt es ansonsten auch noch, hatte ich mal kurzfristig ausprobiert. Aber wenn man erstmal eine hat, dann bleibt man auch bei der einen. Ja, ich habe also vor einem Monat ungefähr mein letztes Gewicht aktualisiert und ja, wir waren ja in Urlaub und jetzt habe ich ja. Ja, ich habe ungefähr vor einem Monat das letzte Mal mein Gewicht aktualisiert und dann war ich bei 80,5 war mein niedrigstes Gewicht und jetzt bin ich wieder bei 82,5. Ja,
Aber es könnte sein, dass ich jetzt 5 Wochen nicht getrackt habe, weil als wir die Nachricht von unserem Todesfall gekriegt hatten, war ich geistig nicht so auf der Höhe, jetzt auch noch mein Essen täglich abzuwiegen. Und da hatte ich das schon nicht mehr so gemacht und im Urlaub ging das ja sowieso gar nicht. Und jetzt, wo wir hier wieder hier waren, die 2 Wochen, ja, haben wir es auch nicht gemacht. Aber heute ist der Tag, da fangen wir wieder an. Und deswegen habe ich nachgeguckt, wie mein Gewicht war. Also ich habe quasi 2 Kilo zugenommen, könnte ja auch Wassereinlagerung sein, weil ich auch ein bisschen mehr, ja, Salz oder Fastfood oder so gegessen habe. Also ich mache mir, also ich finde die 2 Kilochen jetzt nicht schlimm, sage ich mal. Ich weiß, ich habe ja relativ viel gegessen und jetzt achte ich aber wieder drauf. Weil Kalorien zählen ist das Einzige, was immer so für mich funktioniert, weil bei allen anderen Sachen verarsche ich mich immer selbst. Also unterbewusst natürlich, aber man sieht es ja auf der Waage, dass es nicht so funktioniert. Ja, das heißt, wir waren ja gestern grillen und deswegen möchte ich heute so einen Fastentag einlegen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag gar nichts esse, sondern das heißt, dass ich so bei 500, 600 Kalorien bleibe. Und Erdbeeren kann man auf jeden Fall so viel essen, wie man möchte. Erdbeeren haben, weiß ich nicht, 14 Kalorien auf 100 Gramm oder so. Also die kann man auf jeden Fall immer essen. Darf man halt nicht mit Zucker überstreuen und nicht mit Fettsahne essen. Aber Erdbeeren schmecken pur auch sehr, sehr lecker. Ansonsten mache ich mir vielleicht noch einen Erdbeershake nachher. Ich habe ja hier noch ganz viel Mandelmilch zum Beispiel, was ich nehmen könnte. Und ja, also die Hafermilch habe ich schon ausgetrunken. Ja, okay, gut. Dann könnte es ein Mandel-Erdbeershake werden, dass man die Erdbeeren loskriegt. Ansonsten könnte man, jetzt wo es so viele Erdbeeren sind, 3 Pakete Erdbeeren. Und mein Mann isst halt auch nicht so viele. Also der isst mal 2, 3, 4 Stück. Aber dann hat er auch, dann ist er auch satt, sage ich mal, von Erdbeeren. Dann möchte er lieber wieder was anderes essen. Ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass ich es ein bisschen einkoche, so ein bisschen marmeladenmäßig, aber nicht mit Zucker, sondern einfach mit Gelatine so, oder mit Agar-Agar, damit es ohne Fleisch ist. Ja, einwecken könnte und dann hätte ich irgendwas für ein Marmeladenbrot irgendwann später mal in Zukunft. Ja, einfach damit die nicht schlecht werden und dass ich die halt verbrauche. Ja, also das ist halt so mein Plan, leckere Erdbeeren zu essen und danach gibt es ja, Brühe, Suppe. Machen wir immer so eine Tütensuppe hier. So eine Hühnersuppe esse ich dann auch ganz gern an solchen Tagen. Und die haben pro Teller, also pro 250 Gramm, 53 Kalorien. Ist halt, wie gesagt, ultra wenig. Und ich schlage mir dann immer noch gerne mein Ei rein. Und dann habe ich ja noch die Sachen, die wir verbrauchen müssen. Und da hatte ich gestern zum Frühstück schon eine Tasse Suppe, damit ich zum Grillen mehr essen kann, ne? Suppeneinlage, Käsenockel. Und die könnte ich noch dazu essen, kalorientechnisch. Wäre das heute alles drinne. Also so schlimm ist ein Fastentag nicht. Man kann schon noch 3 Teller essen, ne? Seine gewohnten 3, 4 Teller. Aber man muss halt auf die Kalorien achten. Eigentlich wäre der Plan heute noch gewesen, dass wir zu einer Freundin gehen. Also eigentlich war es ja gestern geplant und dann kam ja unser Grillen dazwischen. Habe ich den Termin auf heute verschoben, jetzt hat sie abgesagt. Naja. Aber sie hätte für gestern auch abgesagt, weil die Kinder halt krank sind. Sie hat halt nur bis zum letzten Drücker gewartet, mir das zu sagen. Aber sie hat auch gleich Termine vorgeschlagen, wann wir uns neu verabreden können. Das wäre jetzt in 2 Wochen gewesen oder in 2,5, wenn sie Urlaub hat. Naja, okay, müssen wir so lange warten. Aber nicht so schlimm. Heute ist ja Sonntag. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch genügend Zeit, um 12 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen, weil sonst wären wir um 11 nämlich bei unserer Freundin gewesen. Um 12 macht das Fitnessstudio auf und das machen wir heute und ziehen wir heute durch. Und ja. Arme sind heute wieder dran, ne? Mein Mann möchte mich wieder quälen. Ja, dann machen wir das stattdessen und dann habe ich auch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich auch schon aus diesem Video hier. Wenn euch Daily Vlogs gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos und ich freue mich darüber. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Daily Vlogs von mir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!